Jo, hallo Leute, hier sind wir da, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Isaac. Und zwar werden wir heute mit dem Fragezeichen-Mann spielen. Ja, ich habe mal wieder Lust auf den. Wir haben den ja schon relativ lange nicht mehr gespielt. Der ist auch relativ schwer zu spielen. Oh, das ist aber nicht schlecht. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen. Aber komm, ich habe mir gedacht, wir probieren es einfach mal. Vielleicht haben wir heute sogar Glück mit dem kleinen, dunklen, blauen Mann. Ja, und ich habe es euch versprochen, heute kommt es wirklich dran. Wir werden über die Kirche reden, wir werden über Gott reden, wir werden über die Welt reden, wir werden über alles reden, was irgendwie mit Gott, der Bibel, der Kirche, meinen Gedanken dazu zu tun hat. Vorher möchte ich aber euch nochmal sagen, also ihr könnt auch über was anderes reden. Ich war nämlich gestern unterwegs, ich war in Köln auf dem Wegbild-Stammtisch, habe viele Leute gesehen, auch wieder einige Erkenntnisse gewonnen, aber da spreche ich vielleicht in einem der nächsten Parts dann nochmal drüber, was da so Interessantes war. Aber um das mit dem Weltbild nochmal kurz zu ergänzen von letzter... Boah, shit. Das war echt ärgerlich gerade. Ich bin voll reingelaufen. Von letzter Folge. Ich kann euch wirklich nur sagen, man muss manchmal so... Also, oder ich denke, man sollte manchmal einfach gucken, dass man ein bisschen Risiko geht. Ja, ich habe gestern jemanden getroffen, der das auch sehr schön beschrieben. Er hat gesagt, er betreibt Risk Management, so Risikomanagement. Und man muss halt immer so ein bisschen abwägen, welches Risiko kann ich eingehen, welches nicht. Aber man sollte halt schon irgendwie mal Risiken eingehen. Denn oft führen Risiken zu positiven Veränderungen. Nicht immer. Man muss natürlich sich selbst realistisch einschätzen können und gucken können, okay, in welchem Bereich liegen meine Fähigkeiten, welche Risiken kann ich also eingehen. Ja, und wenn ich die eingehe, was, also, ne, dass da halt auch eine realistische Chance besteht, daraus etwas zu machen. Wenn ich jetzt das Risiko eingehe, Sänger zu werden, dann bin ich lebensmüde, weil das ist nicht einfach mal so ein Risiko, was man eingeht im Leben. Irgendwie so, ich gehe mal das Risiko ein, also jetzt mit meinen Fähigkeiten, ich kann überhaupt nicht singen. Ich bin scheiße im Singen, ich kann das einfach nicht, ich bin dafür nicht gemacht, meine Stimme ist dafür scheiße oder ich kann die Technik nicht, keine Ahnung. Aber ich kann nicht singen. Ja, wenn ich dann natürlich das Risiko eingehe, Sänger zu werden, dann ist das komplett vorbei an all meinen Fähigkeiten, die ich und all meinen Potenzialen, die ich habe. Ja, das ist einfach komplett vorbei. Das bringt einfach gar nichts, das zu machen. Ja, also man sollte sich schon so ein bisschen realistisch einschätzen können, aber innerhalb der realistischen Einschätzung von einem selbst sollte man dann auch Risiken eingehen und schauen, wo einen die Welt so hinführen kann. Das also nochmal so als kleine Ergänzung von meiner Seite zum gestrigen Part, in dem wir uns... Aua. Shit. Das war echt scheiße. In dem wir uns ja beschäftigt hatten mit... Ja, mit was hatten wir uns beschäftigt? Nicht mit Gott und der Welt, sondern... Ja, mit der Welt hatten wir. Ja, mit Gott nicht, aber mit der Welt. Mit dem Weltbild. So, jetzt kommen wir zur Kirche. Also erstmal, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Wir haben ja Ende der Woche. Jetzt so langsam. Videopreis steht an. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen von euch auch. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Karte gewonnen oder seid eingeladen worden oder was auch immer. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich hoffe, euch geht's gut. Und ich wollte mich nochmal, das wollte ich auch nochmal machen, für die Unterstützung bei Isaac hier und generell auf dem Channel momentan bedanken. So, was normale Let's Plays angeht, ne, hier Paper Mario, das wird ja nicht so gut geguckt. Momentan kommt auch nichts, weil ich wenig Zeit habe und gar keinen Bock habe im Moment auf Paper Mario. Aber, ja, dass ihr so aktiv dabei seid, irgendwie bei Mario Kart und hier bei The Binding of Isaac, das freut mich wirklich sehr und da wollte ich einfach auch nochmal Danke sagen. Weil einige von euch schreiben mir auch immer wieder, dass sie es klasse finden, dass ich wieder so Themenvideos mache und dass sie das voll gerne gucken und so. Ja, und ich kann ja auch einfach mal Danke sagen. Ja, ich würde behaupten, ja, wir gehen erstmal gucken in dem Raum, was da noch so gibt. Und ja, möchte ich auch einfach nochmal Danke sagen, dass ihr treu dabei seid. Euch den Quatsch hier reinzieht, euch anguckt und ja, dass ihr halt immer dabei seid. So, ja, meine lieben Freunde, die Kirche, die Bibel und die Kirche. Ich fange einfach mal vorne an. Ich bin nicht getauft worden als kleines Kind, sondern war bis zur Konfirmation, heißt es ja. Oh, nice. War bis zur Konfirmation ein Heide, ne? So nennt man das ja. Also Leute, die nicht getauft sind, die keiner Religion zugehörig sind, das sind Heiden. War also bis zu meiner Konfirmation ein Heide. Ja, warum wurde ich nicht getauft? Weil meine Eltern gesagt haben, du sollst dir das später selber aussuchen, ja, welche Konfession du irgendwie angehören möchtest. Fand ich auch ganz gut. Oh mein Gott, jetzt habe ich gedacht, ich hätte einen Fehler gemacht. Boah, mein Hals. Muss man was trinken.
So. Boah, wartet mal. So, ja, ich weiß, mega unprofessionell und so, aber mein Gott, manchmal passiert auch mir sowas. Also die haben gesagt, sie möchten, dass ich mir das selber aussuche, was ich auch sehr gut fand. Denn ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man als kleines Kind getauft wird und dann bist du irgendwie einer Religion zugehörig. Ja, und im Grunde hast du dich ja überhaupt gar nicht dafür entschieden, du hast keine Ahnung von, was eine Religion ist. Ne, was es da für Ausrichtungen gibt, sage ich mal, und so weiter und so fort. Da hast du ja einfach gar keine Ahnung, wenn du da als kleines Baby, ich weiß gar nicht, in welchem Alter man Leute dann tauft. Wie gesagt, ich bin's ja nicht, keine Ahnung. Meine Cousinen wurden aber getauft. Okay, aber die Familie von der Frau, von der damaligen Frau meines Onkels, die war auch echt stark christlich angehaucht. Ja, also katholisch. Und da ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du so echt extrem kirchlich angehauchte Schwiegereltern da irgendwie hast, dann da zu sagen irgendwie das Kind, ja, nee, tauf mal nicht. Das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger als bei meinem Vater jetzt zum Beispiel, ne, da war es jetzt irgendwie nicht so, oder bei meiner Mutter. Da waren die Familie nicht ganz so christlich. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht getauft worden. Religion, in Verbindung gekommen bin ich damit eigentlich im Kindergarten schon. Wir haben da immer mal wieder evangelischer Kindergarten, klar, ne? Haben immer mal wieder irgendwelche Kirchenlieder gesungen. Und dann gab es auch da so einen Chor, da war ich jetzt nicht drin in dem Chor. Aber der hat immer Aufführungen gemacht und meine Schwestern waren hinterher in diesem Chor drin. So zum Beispiel über Moses oder über Jesus, da wurden so Aufführungen, so Musical-Aufführungen mit dem Kinderchor dann gemacht. Das habe ich mir angeguckt. Und generell muss ich sagen, hatte ich schon immer eigentlich ein Interesse für die Religion. Aber nicht für die Religion, also nicht für deren Ideale oder so, ne? Oder für deren Richtungen, sondern für deren Geschichte. Mich hat die Geschichte der Religion schon immer sehr interessiert. Ich fand es mega spannend irgendwie im Mittelalter und ja, gerade auch hier Rom, Vatikan, da wird ja immer gesagt, die haben diese geheime Bibliothek, wo sie die ganzen Schriften aus dem Mittelalter auch drin haben und auch von Wissenschaftlern noch und so weiter und so fort. Das hat mich immer sehr interessiert. Mich hat halt immer sehr interessiert, wie ist die Religion zustande gekommen. Dann so mit 14, 15 hat mich vor allem auch, das auch zu der Zeit, Moment, sogar noch ein bisschen früher, glaube ich, als ich Konfirmationsunterricht hatte. Ich konnte mir natürlich überlegen, ob ich die Konfirmation mache oder nicht. Ich habe sie gemacht, ich habe mich dazu entschieden, sie zu machen. Und ich wurde getauft während der Konfirmation. Das ist natürlich schon ein bisschen komisch gewesen, wenn du da irgendwie mit 14, glaube ich, macht man Konfirmation, 14, 15, ich weiß es nicht genau, ne? Wenn du dann da irgendwie noch Wasser am Kopf kriegst und wirst irgendwie so als halb erwachsener Mensch getauft. Das war schon irgendwie ein bisschen lustig. Aber warum eigentlich auch nicht, ne? Hat auch nicht jeder gemacht. Ich habe wenigstens meine Taufe, wenn du so willst, mitbekommen. Und von wem wurde ich getauft? Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. Ich will den Nachnamen jetzt nicht sagen. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Pastor-Typ da, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht von Johannes dem Täufer, von dem wurde ich nicht getauft. Der hat andere Menschen getauft in seinem Leben. Ja. Deswegen bin ich im Übrigen auch, habe ich mich halt für die Konfirmation entschieden, weil ich die Geschichte der Religion interessiert hat. Und dann habe ich gedacht, boah geil, gehst in den Konfi-Unterricht und ja, wirst du getauft. Und irgendwie wollte ich auch so, was heißt, wollte ich dazugehören? Also ich habe jetzt nie diesen Verbund gehabt in der Kirche, aber mich hat es halt voll interessiert, die Geschichte. Und habe mir gedacht, ja mein Gott, ob du da jetzt in der Kirche drin bist oder nicht, das ist ja nicht mehr so wie früher, dass du da jetzt, ne, wenn du drin bist, dann gehst du auch jeden Sonntag in die Kirche oder so. Sondern mir war das eigentlich irgendwie relativ egal, muss ich sagen. Also mich hat halt die Geschichte interessiert, ich wollte den Konfi-Unterricht deswegen machen. Ja, und ob ich da jetzt drin bin oder nicht, das war mir eigentlich relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. An Gott geglaubt habe ich nie. fangen wir direkt, jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack, ja. An Gott geglaubt habe ich bisher nie. Ah, das war nicht gut gerade. Habe ich nie. Warum? Moment, bevor wir anfangen mit der Gott-Glaubenssache, mache ich erstmal das mit dem Konfi-Unterricht zu Ende. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, boah geil, kannst du was im Konfi-Unterricht über die Geschichte der Religion, über die Bibel erfahren und so weiter und so fort. Gegenteil war leider der Fall, wir haben ein paar Psalme irgendwie in der Bibel und so rausgesucht, mehr aber auch nicht. Wir haben Gebetswürfel gebastelt, oho, Gebetswürfel. Wir haben Fotostories gemacht, warum Fotostories? Wir haben im Grunde nur Scheiße gemacht. Wir haben nichts gemacht, was mich in irgendeiner Weise weitergebracht hat. Ich habe den ganzen Konfi-Unterricht verschwendet, ich wäre auch fast rausgegangen.
Wir hatten nämlich so eine tolle Konfi-Freizeit. Und ich hatte überhaupt keinen Bock auf die Konfi-Freizeit, weil die Leute mir alle voll auf den Nerv gingen, die beim Konfi waren. Und ich hatte überhaupt keine Verbundenheit zu den Leuten. Und diese Pastoren da, die gingen mir auch auf den Nerv. Mir ging also alles auf den Nerv beim Konfi irgendwie. Und ja, da wollte ich nicht mit fremden Leuten irgendwie ein Wochenende irgendwo in der Jugendherberge verbringen. Hatte ich einfach keine Lust drauf, konnte ich zu Hause bessere Sachen machen. Ja, also bin ich nicht mitgefahren. Aber die guten Pastoren da, die Barbara, das war zu seiner Zeit, ne? Meiner Zeit war es die Barbara, die da war. Die hat gesagt, also der Junge, der Mutter war mit, das Voraussetzung für die Konfirmation. Er hat voll den Stress geschoben, die Gute. Boah, ich habe gerade gedacht, ich hätte es nicht hingelegt, weil man es nicht gesehen hat. Boah, das war knapp. Hat richtigen Stress geschoben. Ja, ne, und dann haben wir uns halt mit der angelegt. Meine Mutter irgendwie auch so ein bisschen wie gesagt, wissen Sie was? Ganz im Ernst. Wenn sie meinen, ich kriege meine Konfirmation nicht, wenn ich die Scheiße nicht mitfahre, dann kriege ich die halt nicht. Das ist mir auch egal. So, naja, am letzten Endes konnte man sie dann doch überzeugen. Also wie gesagt, hätte die das als absolute Voraussetzung dafür gemacht, dass ich die Konfirmation machen muss, wäre ich gegangen. Da hätte ich nämlich gar keinen Bock drauf gehabt auf sowas, ja. Da hätte ich zwar auch Zeit verschwendet und nichts ist am Ende rausgekommen, aber egal. Das Einzige, wofür es, glaube ich, noch... Ich weiß gar nicht, ist das heute noch so? Wenn man kirchlich heiraten will, muss man dann irgendwie konfirmiert sein oder so? Oh, das weiß ich gar nicht. Das war früher mal so, oder? Ist das heute noch so? Ich weiß nicht. Die Heiratsexperten unter euch, die können es ja mal in die Kommentare schreiben. So bewandert bin ich da jetzt leider nicht. Wie gesagt, weil mit sowas habe ich mich nie auseinandergesetzt. Nie wirklich. Oh, Nein, 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 nein. Das gibt's nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Der war echt fies gerade. Ich habe keinen Schlüssel, das ist dann noch ärgerlicher. Warum habe ich denn keinen Schlüssel? Wo gibt's denn sowas, dass ich keinen Schlüssel habe? Oh mein Gott. Wie ärgerlich ist das denn bitte? Das kann's wirklich nicht sein. Nun gut, gehen wir mal den Endboss besuchen. Ja, also wie gesagt, Konfi war nicht so mein Fall. Weil wir eben nichts gelernt haben, irgendwie so. Okay, warum glaube ich nicht an Gott? Ganz ehrlich, das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit meiner wissenschaftlichen Ader zusammen. Obwohl es viele Wissenschaftler gibt, die auch gläubig sind und sagen, sie sehen keinen Widerspruch darin, Wissenschaftler zu sein und gläubig zu sein. Ich sehe da schon einen gewissen Widerspruch drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn, um das vielleicht jetzt mal so ein bisschen zu erläutern, denn wenn du Wissenschaftler bist, ich versuche das mal zu erläutern, warum ich das nicht finde und vielleicht komme ich am Ende darauf, dass ich es doch finde. Das ist immer eine ganz schöne Sache, wenn man sich bei einer Meinung nicht ganz sicher ist, sollte man anfangen, für eine Seite zu argumentieren und während der Argumentation merkt man, ob es scheiße ist oder nicht. Ich fange einfach mal an. Also ich bin der Meinung, dass das nicht so gut miteinander vereinbar ist. Denn wenn du Wissenschaftler bist, dann gehst du ja im Grunde, suchst ja Kausalketten. Du hast ein Phänomen und sagst, für dieses Phänomen gibt es eine Ursache. Und diese Ursache kann ich mit den Gesetzen der Physik beschreiben. Oder meinetwegen auch der Biologie oder Chemie oder was auch immer. Ja? Mit den Gesetzen kann ich das beschreiben. Das heißt, du gehst halt immer davon aus, es gibt eine rationale, eine natürliche Ursache für etwas, die ich als Mensch erfassen kann. Wenn ich nun aber an Gott glaube, dann glaube ich ja an Gott als ein Wesen, das ich nicht erfassen kann, ja? Und insofern wäre für mich irgendwie dann als Wissenschaftler, wäre für mich ja irgendwie die Theorie, also das wäre ja Schwachsinn. Wenn ich daran glaube, dass es Gott gibt und dass Gott allmächtig ist und so weiter und so fort. Und für mich macht es keinen Sinn zu sagen, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an seine Allmächtigkeit. Das wäre irgendwie absurd meines Erachtens nach. Ja, dann kann ich nicht hingehen und kann sagen, ja, aber ich glaube auch, dass ich alles in der Natur durch die Gesetze der Physik beschreiben kann. So. Also das wäre für mich jetzt auch in der Argumentation, finde ich, vielleicht sehe ich auch den Punkt nicht, der es zum Einsturz bringt, da könnt ihr mich dann drauf hinweisen, aber für mich erstmal so irgendwie, ne, hat das so ein bisschen, ja, ist das so ein bisschen konträr irgendwie, so ein bisschen widersprüchlich, ne, aber okay, darum soll es ja nicht gehen. Ich glaube halt nicht an Gott, weil ich die Einstellung oder ich glaube, alles hat irgendwie eine Ursache. Es hat eine Ursache, dass das Universum erschaffen worden ist. Es gibt für alles eine Ursache.
Und ich glaube nicht, dass Gott diese Ursache ist. Ich glaube nicht, dass ein übernatürliches Wesen, sage ich mal, die Ursache dafür ist. Schon mal gar nicht glaube ich an das, was in der Bibel steht. Von wegen, in 7 Tagen wurde die Erde geschaffen. Das ist ja mehr oder weniger wissenschaftlich auch widerlegt, dass da keiner in 7 Tagen die Erde geschaffen hat, sondern die Erde einfach ein Felsbrocken ist, der in dem Universum rumschwirrt und der aus verschiedenen Dingern irgendwie entstanden ist. Deswegen, also ich glaube nicht daran, dass irgendjemand hier an die Schöpfungsgeschichte glaube ich nicht, aber ich glaube halt auch nicht daran, dass es irgendwo so ein abstraktes Wesen gibt, was auf mich herabguckt. Und ganz ehrlich, also ich möchte keinem, was der gläubig ist, das muss ich vielleicht am Anfang noch sagen, ich möchte keinem etwas, der gläubig ist. Ihr könnt glauben, an was ihr wollt. Ihr könnt an Gott glauben, ihr könnt an Pumuckl glauben, ihr könnt an nichts glauben. Es ist mir vollkommen egal, an was ihr glaubt, ja? Es ist mir wirklich total egal. Ihr könnt glauben, an was ihr wollt. Aber ich möchte in dem Video jetzt euch meine Sicht der Dinge und meine Gedanken, meine Argumentation dazu erläutern, ja? Damit möchte ich nicht sagen, wenn ich jetzt sage, für mich ist es irgendwie, für mich gibt es keinen Gott, dann möchte ich nicht die Leute angreifen, für die es einen gibt. Ich möchte euch im Folgenden erklären, warum es für mich keinen Gott gibt, warum ich daran nicht glaube. So, und das könnt ihr so hinnehmen, ja, und beziehungsweise das müsst ihr auch so hinnehmen, weil das ist halt eine Glaubensfrage. So, da wäre mal, ich weiß nicht, wer es war, vielleicht war es Descartes, ich bin mir nicht sicher. Kant hat es auch gesagt. Man kann weder beweisen, dass es Gott gibt, noch kann man beweisen, dass es ihn nicht gibt. Also das heißt, es sind beide Möglichkeiten, an ihn zu glauben und an ihn nicht zu glauben, sind vollkommen legitim. Ja, die haben eine vollkommen gleichwertige Existenzberechtigung, würde ich sagen. Ja, also insofern, entweder man glaubt an den oder man glaubt nicht an den. So, und warum ich glaube, dass es ihn nicht gibt, das will ich euch im Folgenden erläutern. So, das nochmal vorher gesagt, bevor der Krieg in den Kommentaren ausbricht oder so und sich sämtliche Menschen die Köpfe einhauen oder mir den Kopf einhauen, weil sie meinen, ich würde jetzt irgendwie alle Gläubigen diskriminieren oder so. So, also ich glaube halt, dass das Universum und alles, dass es aus etwas entstanden ist, nicht aus einer allmächtigen Macht, aus einem Wesen, der es geschaffen hat, sondern ich glaube wirklich, das ist durch Gesetze entstanden. Also was heißt, noch nicht mal durch Gesetze vielleicht, aber es gibt halt irgendwelche Mechanismen in unserem Universum, durch die das Universum entstanden ist ungefähr. Und ich glaube auch, dass wir als Mensch halt niemals in der Lage sein werden, das zu verstehen, weil wir mit unserem Gehirn einfach eingeschränkt sind. Wir haben beschränkte Fähigkeiten, wir sind Kausaldenker irgendwo, unser Gehirn denkt kausal, das hängt... Ach scheiße, ich hätte die Bombe nicht benutzen dürfen. Jetzt sehe ich erst, dass da noch ein blauer Stein ist. Na gut, egal. Vielleicht, ja, guck mal, da kriegen wir noch eine. Ja, der Mensch, der sucht mit dem Gehirn, das ist irgendwie, scheint darauf programmiert zu sein, kausale Zusammenhänge zu suchen und sie zu finden. So, und vielleicht spielt die Entstehung des Universums, aber vielleicht ist die nicht kausal, ja? Das muss ja nicht unbedingt sein. Vielleicht gibt es ja nicht irgendwie den Auslöser oder dies oder das, sondern vielleicht war es einfach so. Nur wir können uns nicht vorstellen, wie das ist, weil wir das einfach nicht erfassen können mit unseren biologischen Fähigkeiten. Ja, Full Health bringt mir gar nichts. Das ist eine schöne Pille, aber die bringt mir als der Typ, der ich bin, gar nichts. Ne, aber ich glaube trotzdem halt, es gibt irgendwas, wodurch das alles entstanden ist. Und wir können das halt als Menschen nicht erfassen. So, das ist meine Meinung dazu. Wir können nur möglichst nah rankommen. Das ist jetzt dann erkenntnistheoretisch. Wir können nur möglichst nah rankommen an die Wirklichkeit. Wir können sie aber definitiv nie vollends erreichen. So, das ist halt meine Meinung. Deswegen, also was die Schöpfungsgeschichte angeht, gibt es für mich schon mal keinen Gott. Ne, da glaube ich halt einfach nicht dran. Da glaube ich, dass es irgendwie wissenschaftlich vonstatten gegangen ist. Und ansonsten glaube ich auch nicht, dass es also ich finde die Vorstellung für mich selber, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und dem, was ich im Leben erlebt habe und so, und was ich mir gedacht habe, an Gedanken gemacht habe, ist es für mich einfach komisch. Also die Vorstellung, die löst bei mir ein komisches Gefühl aus, dass irgendwo jemand sein soll, der die ganze Zeit irgendwie auf die Erde guckt oder so und der das alles gucken kann, der allmächtig ist, dann auf der anderen Seite macht er nie was. Wenn du dann irgendwie Gläubige fragst, ich weiß, also manche Gläubige, ja, habe ich schon mal gehört, die dann sagen, ja, aber du weißt doch, früher mit Noah, da wollte Gott einschreiten bei Noah, ja, und dann hat er es getan und im Grunde war es das Schrecklichste, was er je gemacht hat, weil bis auf 2 Männchen mit dem Schiff hat er alle vernichtet, so ungefähr, ja, und naja, das finde ich halt,
finde ich, für mein Verständnis der Welt ein bisschen Ausreden suchen, so ungefähr. Ja, ne, warum macht er denn nichts? Das wissen wir selber nicht. Aber ach ja, da war ja die Geschichte mit dem Noah. Da hat er gemerkt, das ist nicht gut. Und seitdem setzt sich der allmächtige Gott einfach zurück und macht nichts mehr. So, ne, das ist für mich irgendwie ein Widerspruch, weil wenn jemand allmächtig ist, dann kann er alles tun. Und wenn er die Menschen erschaffen hat, dann, ne, und allmächtig, ja, dann kann er halt alles machen. Dann kann er auch eine friedliche Welt erschaffen irgendwie. So, das ist so in meinem Weltbild, in meinen Gedanken irgendwie, ist es so halt fest. Ne? Wie gesagt, ich will niemanden wissen. Ihr könnt gerne an die Geschichte mit Noah glauben, mir ist das egal, aber für mich klingt sie nicht plausibel. So, da kommen wir im Übrigen schon zum nächsten Spannenden, was ich mega spannend an der Geschichte der Religion finde, und zwar die Bibel. Die Bibel ist ein wunderbares literarisches Werk. Ich habe sie nie ganz gelesen, ich habe immer mal wieder Auszüge gelesen, aber sie ist ein unfassbares literarisches, wertvolles Werk, wie ich finde. Warum kann ich euch erzählen? Denn meiner Theorie nach ist eben solche Geschichten wie die von Noah, die gab es wirklich, meiner Ansicht nach. Die gab es. Ja, man muss doch Folgendes sehen. Das Weltbild früher, zu der Zeit, als die Bibel entstand und als die Leute da ihre Briefe, ne, und die Aposteln und so, da war das Weltbild total beschränkt. Man muss sich mal vorstellen, wenn wir heute diese ganze Kommunikation gar nicht hätten, dann wüsste ich wahrscheinlich gar nicht, dass Japan existiert. Vielleicht von irgendwelchen Karten, oder man würde sich von einem fernen Land erzählen, in dem Leute Schlitzaugen haben oder so. Keine Ahnung, das könnte sein. Aber ich wüsste wahrscheinlich ohne die ganze Technik gar nichts von Japan, dass es da fremde Sachen gibt und so weiter und so fort. Das heißt, die hatten ein sehr beschränktes Weltbild. Wenn bei denen in der Stadt oder in der Region im Umkreis von 100 Kilometern, sage ich jetzt mal, unglaubliche Regenfluten waren, meinetwegen, lasst es eine Überschwemmung sein, wie wir sie jetzt, glaube ich, momentan in, frag mich nicht, Indonesien? Ich weiß nicht, wo das ist gerade. Es gibt wieder Überschwemmungen, das habe ich mitbekommen, aber ich weiß gar nicht, wo. Ja? Stellt euch vor, die Einwohner dieses Dorfes, in dem es diese Überschwemmungen gibt, die hätten nicht Fernsehen, Technik und all das, ja? Sondern die hätten ganz normal da gelebt, ohne die ganze Technik. Und nun würde es jemanden geben, der das überlebt hat, diese ganze Flut da. Und er würde schreiben. So, was würde er denn erzählen ohne Technik, ohne das Wissen, dass es auf der Welt groß noch andere Leute gibt und andere Gebiete auch, weil man weiß ja nicht, wie groß die Welt ist. Man ist ja eingeschränkt in seinem Rahmen der Möglichkeiten, ne, seinen Reisemöglichkeiten. Vielleicht hatte man früher ein Pferd, vielleicht aber auch nicht, ja. Ja, der würde doch schreiben, die Welt ist untergegangen, weil für ihn ist die Welt untergegangen. Ja, in seiner kompletten Umgebung gibt es nur noch Wasser. Für ihn ist die Welt so gut wie untergegangen. Und für ihn, aus seinem subjektiven Empfinden heraus, der noch nicht weit nach links und rechts und in die Welt gucken kann, ist das, was er um sich rum hat, die Welt. Für mich ist meine Stadt hier auch die Welt sozusagen, ja. Ich weiß zwar, es gibt Amerika, es gibt Japan, da war ich aber noch nie, das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß, das soll es geben, ich habe Filme gesehen und alles. Aber im Grunde interessiert mich das im Alltag nicht viel, dass es das irgendwo gibt auf der Welt. Denn, ne, der Raum, in dem sich Dinge abspielen, in dem Handlungen geschehen, in dem, ne, alles passiert, das ist irgendwie meine Stadt so. Ja, und das ist für mich dann erstmal die unmittelbare Welt. Und deswegen denke ich, dass die Geschichten, die in der Bibel stehen, auf jeden Fall ein Wahrheitsgehalt haben. Nur man das nicht aus dem Blickwinkel betrachten darf, wie es genau da geschildert, also nicht so glauben darf, wie es genau geschildert worden ist da. Das heißt, die Noah-Geschichte zum Beispiel, ich könnte mir gut vorstellen, es gab eine Flut oder es gab, mein Gott, unglaubliche Regenfälle oder sowas. Ja, und dann gab es halt meinetwegen jemanden mit einem Schiff. Stellt euch vor, es gibt ja auch immer wieder Sagen über Atlantis, es gibt Geschichten über Hochkulturen, die auf dem Wasser, auf dem Meer waren. Die Wikinger zum Beispiel waren ja auch irgendwie so eine Art Hochkultur auf der See. Ja, es gibt immer wieder Geschichten aus Berichten von anderen Kulturen mit Seefahrerkulturen, von denen man irgendwie noch nichts gefunden hat. Mein Gott, stellt euch vor, es gab eine Hochkultur zu der Zeit damals, die mit einem Schiff dann einfach mal auf den Fluten rumgefahren ist, weil sie eben schon so weit entwickelt worden waren. Und die Leute, die Geschichte mit dem Noah geschrieben haben, die haben das als etwas Göttliches gesehen. Denn für mich sind die Sachen, die man früher als Götter bezeichnet hat, das sind für mich einfach Geschichten und unerklärliche Geschichten. Zeus zum Beispiel, der Gott des Donners irgendwie. Ja, da hat man, früher konnte man sich Gewitter nicht erklären. Da hat sich gedacht, Gewitter, was ist das? Das ist ja, oh, voll komisch. Ja, und dann hat man halt Zeus erfunden, den Gott des Gewitters. Ja, das wird schon irgendwie seinen Sinn haben. Und deswegen, Götter sind für mich halt irgendwie so etwas, was,
was halt irgendwelche Naturphänomene darstellt, was Erklärungsansätze und Versuche für... Oh, scheiße, das war jetzt echt blöd. Konnte ich mich nicht entscheiden. Was Erklärungsansätze für sowas irgendwie darstellt, sage ich mal. Das sind für mich so Götter. Ja. Und deswegen, Geschichte von Noah, wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es da eine Flut gab. Meinetwegen auch ein Ende von der Eiszeit. Da, glaube ich, spekuliert man auch drüber. Ich habe mich da mal sehr intensiv mit befasst, weil ich das total interessant fand. Auch eine Zeit lang mit Atlantis. Boah, ich fand das so interessant und ich finde das auch immer noch interessant. Aber es ist halt schwer, da irgendwas drüber rauszufinden, wenn du halt überhaupt nicht in den Forschungsdingern drin bist und auch gar nicht zu den richtigen Quellen da irgendwie Zugang hast und so. Das ist einfach voll mies dann, sage ich mal. Ja, aber ich meine, Troja hat man auch gefunden. Das war auch, hat man für eine Sage gehalten und auf einmal hat man Troja gefunden. Warum soll man nicht auch irgendwann Atlantis finden? Ja, und warum soll es nicht eine Seefahrerkultur gegeben haben? Zum anderes Beispiel ist ja, dass es auch Leute gibt, die hier von dieser Prehistoric Alien Theory da, ja, die sagen prähistorische Alien, also dass es Aliens gab auf der Erde schon mal, die irgendwie dann... Ja, also stellt euch Folgendes vor. Ich erkläre das einfach mal direkt am Beispiel. Ich glaube, so kann man, wird am besten deutlich, was ich meine. Stellt euch einfach mal vor, der Mensch ist so weit entwickelt, dass er in andere Galaxien reisen kann, dass er auf andere Planeten reisen kann. Jetzt entdeckt er einen erdähnlichen Planeten. Ja, mein Gott, so wie es im Universum vielleicht von sich vonstatten geht, passiert auf diesem anderen erdähnlichen Planeten dasselbe, was hier vor Millionen oder vor Zehntausenden, Hunderttausenden von Jahren passiert ist. Es entwickeln sich Lebensformen, die halt so aussehen wie wir, meinetwegen. Vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders. Auf jeden Fall sind die in irgendeiner Art und Weise intelligent. Jetzt gehen diese Aliens nun hin. Oder beziehungsweise wir gehen hin auf den Planeten, untersuchen das Ökosystem, das Biosystem, denken, ah, so funktioniert das, weil wir sind mega entwickelt, also können wir das alles auch mega schnell feststellen und sagen dann, okay, diese Menschen hier irgendwie, denen fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Komm, wir zeigen denen jetzt mal, wie man das und das baut und wie man das und das macht und machen die Entwicklung von denen so schneller, ja, verschnellern das alles. Ja, und geben denen halt die Werkzeuge an die Hand, um krasse Pyramiden oder so zum Beispiel zu bauen. Das klingt unglaublich abwegig, ja? Aber warum, also dass Aliens früher auf unserer Erde waren und uns irgendwie geholfen haben oder so, oder vielleicht mit uns zusammengelebt haben, klingt erstmal abwegig. Ja, das klingt schon abwegig. Aber ich finde es eigentlich von der reinen Theorie her, finde ich es eigentlich gar nicht abwegig. Denn es kann auch wirklich gut sein, dass es Wesen gibt, die so gut entwickelt sind. Würdest du Wissenschaftler heute fragen wahrscheinlich, kann das sein, dass der Mensch irgendwann durch Galaxien reisen kann? Dann wird der Wissenschaftler wahrscheinlich sagen, naja gut, nach heutigen Theorien sieht das vielleicht echt schwierig aus. Ich weiß nicht, wie die heutigen Theorien das sehen, also keine Ahnung, ich mutmaße jetzt einfach, ich spinne Geschichten rum, ja. Mag der sagen, okay, nach heutigen Methoden ist es unmöglich, funktioniert nicht. Ja, aber mein Gott, was wurde vor 100 Jahren gesagt, was nicht möglich ist? Und was sind jetzt alles für Dinge möglich geworden, von denen sich nie ein Newton nie erträumt hätte, dass sie jemals überhaupt funktionieren können? Das wissen wir alles nicht, ja? Und wir sagen, ja, heute sind wir aber schon so weit, da können wir das besser einschätzen. Ja, nichts können wir, ja? Am Arsch, würde man auf gut Deutsch gesagt. Was können wir denn? Wir können nichts einschätzen. Gar nichts können wir einschätzen. Es gibt vielleicht so viele Sachen und Dinge in der Wissenschaft und in der Welt, und die gibt es definitiv, da bin ich von überzeugt, die wir noch gar nicht kennen, an Geheimnissen, die es noch gibt und Technologien, die wir noch nie entdeckt haben, da kann mir doch keiner sagen, das wird es niemals geben. Ja, deswegen, also eigentlich finde ich das gar nicht so abwegig, so, dass das sein könnte, einfach nur von der Theorie. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so war, ja, da bin ich mir auch nicht sicher, und es gibt ja auch Erich von Däniken, der argumentiert irgendwie echt komisch, und es ist auch, also auf mich wirkt der auch komisch, dem würde ich jetzt nicht unbedingt glauben, finde ich jetzt nicht so eine seriöse Quelle, aber ich finde, rein von der Theorie kann man das nicht hundertprozentig ausschließen, und so absurd, wie gesagt wird, immer finde ich es jetzt auch nicht. Ja, okay, wir sind abgeschwiffen, ganz schön abgekommen vom Thema. Wir waren ja eigentlich in der Religion drin. Also wie gesagt, ich glaube nicht an Gott. Was die Bibel angeht, so bin ich davon überzeugt, dass ein unglaublich großer Teil der Geschichten von der Bibel einen absolut wahren Kern hat. Dass er auf Beobachtungen beruht, die die Leute früher gemacht haben.
dass er natürlich über den Mund, ne, stille Post, so nach dem Motto, da wurde natürlich eine Menge dazu gedichtet. Der Mensch neigt auch dazu, irgendwie Dinge zu idealisieren, zu übertreiben. Das merkt ihr selbst, wenn ihr, müsst ihr mal drauf achten, da habe ich letztens auch drauf geachtet, wenn ihr von irgendeinem Erlebnis erzählt, was unglaublich toll war, man neigt unfassbar dazu, das viel toller darzustellen, als es im Grunde war. Natürlich, das Ereignis vielleicht oder das Erlebnis, was man hatte, das war toll, das hat einen begeistert, das fand man mega geil, ja. Aber trotzdem dichtet man, was heißt man dichtet? Man dichtet nicht unbedingt, sondern man wählt teilweise Formulierungen, die ein bisschen toller sind, ne, also die das idealisieren und noch toller darstellen lassen. So. Ja, und wenn das sich natürlich so weiterträgt, alles, dann kommen da natürlich leicht veränderte Geschichten raus. Könnt ihr wahrscheinlich selbst auch mal machen. Macht das mal mit Freunden. Ich hab's noch nie getan, aber könnte ich mir als interessantes Experiment vorstellen. Ihr erzählt einem Freund eine mega Story irgendwie. Und sagt dem, er soll es einem anderen Freund weitererzählen und der Freund soll es dann wieder einem weitererzählen oder so. Keine Ahnung, ob das überhaupt geht, ob man das machen kann, ohne dass da was beeinflusst wird. Ist jetzt gerade eine ganz spontane Idee. Falls da irgendjemand voll die Idee hat, soll das mal machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass am Ende irgendwie doch eine leicht veränderte Version rauskommen würde, als das, was man vorne reingegeben hat, ja, als Input, dem ersten. Ja, deswegen, Bibel mega interessant. Ich finde, wenn man sich mit der Bibel befasst, kann man viel über die Geschichte lernen, kann vielleicht auch viel herausfinden, noch viele Ruinen in irgendwelchen verlassenen Urwäldern finden oder so. Ich meine, ist ja nichts anderes. Die Buschvölker heute, ja, wenn die irgendein Flugzeug mal sehen, was aus Versehen über deren Dschungel oder deren Territorium fliegt, da immer, da könnte ich mir saugut vorstellen, dass die das als Gott sehen. Das ist für die Kami-sama, ja, japanisch Kami-sama ist Gott. Ja, das ist für die ein Gott. Weil, ich meine, wie sollen die sich das erklären, dass da irgend so ein weißes Ding mit Flügeln rumfliegt? Mein Gott, das können die sich nicht erklären. Was, ne? Wie sollen die das tun? Ja, und dann ist das halt für die wahrscheinlich auch irgendwie so eine Art idealisierter Gott. Etwas Unsterbliches, etwas total Krasses ist das dann für die. Und so war das für uns früher dann wahrscheinlich auch, ja. Da war halt irgendwie so ein Gott. Ich stehe eigentlich extrem gut da. Ich muss nur echt aufpassen, dass ich jetzt hier nicht verkacke. Weil mit Polaroid. Okay. Ja, was ich ansonsten an der Geschichte... Also was ich, muss ich ganz ehrlich sagen, die katholische Kirche, da habe ich ein Problem mit. Nicht wegen diesem ganzen... Also auch, ja. Also wenn ich jetzt nicht sage, dann habe ich direkt wieder die Bösen, die Moralapostel direkt vor der Tür stehen. Ich meine, mein primäres Problem mit der katholischen Kirche sind nicht diese ganzen Kindervergewaltigungsskandale oder Missbrauchsskandale. Das ist schrecklich, absolut, und ich bin da auch absolut gegen, ja, und es geht überhaupt nicht, ja, das muss man ganz klarstellen. Aber das ist nicht das, was ich an der katholischen Kirche nicht mag, ja. Das ist eine Komponente, die ich nicht mag, aber der Hauptgrund, den ich nicht mag, ist, dass die einfach früher im Mittelalter hingegangen sind, ihren ganzen Ablasshandel-Scheiß betrieben haben, da so ein richtig krankes Gewerbe draus gemacht haben und dass heute der Papst im Vatikan immer noch hingeht und diese Vatikansbibliothek, die ganzen Werke von Wissenschaftlern von damals, irgendwie Galileo Galilei und die ganzen Leute, dass sie das einfach zurückhalten, sage ich mal. Dass sie das nicht mal der Öffentlichkeit irgendwie zugänglich machen und man da neue Erkenntnisse irgendwie, was die so früher gedacht haben oder so. Das hasse ich absolut an diese ganzen Hexenverbrennungen und Sachen, alles wo die mit involviert waren. Ja, deswegen mag ich die wirklich, das ist so der Hauptgrund, deswegen habe ich die nie gemocht, ja, die katholische Kirche irgendwie. Heute ist das anders, natürlich, man darf nicht irgendwie das von damals mit heute, also man kann das vergleichen, ja, aber man sollte nicht auf der Grundlage jetzt eigentlich sagen, deswegen mag ich die heute nicht mehr. Das ist so das, was ich an der Geschichte der katholischen Kirche definitiv nicht mag und was ich echt dunkel finde da bei denen, was echt, ja, ich glaube, ich nehme das mit, weil den Schutz haben wir auch durchs Polaroid, wenn wir es nicht ganz blöd anstellen. Naja, das ist halt das, was ich an der Geschichte nicht mag. Heute habe ich gegen die katholische Kirche nichts, außer die Scheiße, die sie sich manchmal leisten, mit den Missbrauchsdingern und so, ne. Ansonsten habe ich gegen die nichts. Ich habe auch nichts gegen die evangelische oder sonst irgendwas, ja. Da ist mir eigentlich relativ gleich. Sollen die machen, was sie wollen. Was andere Religionen noch angeht, ich habe auch überhaupt nichts gegen andere irgendwie Religionen, ob nun Muslime oder Juden oder was auch immer man da sein kann, Buddhismus, obwohl Buddhismus ja, würde ich nicht als wirkliche Kirche, das ist eine Religion und keine Kirche in dem Sinne. Ja, also gegen Religion oder so habe ich absolut nichts. Ich finde Religion sogar sehr, sehr sinnvoll, denn Religion, Glaube ist etwas Unglaubliches,
etwas unglaublich Wichtiges in unserer Welt. Ja, Menschen brauchen Glauben. Man muss an etwas glauben, ob es nun meine eigenen Träume sind, die ich habe, an die ich glaube, ob ich an mich selbst glaube, ob ich an andere Leute glaube oder ob ich an einen Gott glaube, das ist vollkommen egal. Aber der Glaube an etwas ist unglaublich wichtig und der hält einem auch am Leben, der hilft einem durchs Leben. Deswegen finde ich Religion auch gerade für alte Menschen etwas sehr, sehr Tolles und sehr Wichtiges. Wir haben zum Beispiel eine Nachbarin von uns, deren Mann ist gestorben und die ist seitdem auch, ich glaube, die war vorher schon, aber die ist seitdem noch aktiver in der Kirche und die ist selber schon irgendwie ein paar 70 oder vielleicht auch schon 80, weiß ich gerade gar nicht. Und die ist sehr aktiv noch in der Kirche und hilft anderen Menschen da und so weiter und so fort. Und ne, das hilft ihr halt wirklich unglaublich irgendwie und macht ihr unglaublich Spaß und hält sie fit und hält sie auch im Leben drin, ja. Und deswegen finde ich, dass Kirche und Religion da auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache ist. Und gerade für alte Menschen auch wirklich, die vielleicht nicht mehr so die soziale Anbindung haben, weil sie halt ein bisschen älter sind und so weiter und so fort, finde ich das wirklich eine sehr, sehr schöne und wichtige Sache auch. Und es gibt auch viele Menschen, ich glaube Amerika zum Beispiel ist viel, viel christlicher noch als Deutschland jetzt beispielsweise. Da denken auch viel, glauben viel mehr an Gott und praise the Lord und so weiter und so fort. Und da hilft vielen das wahrscheinlich auch wirklich durchs Leben zu kommen, auch als Jugendlicher oder so. Und das finde ich vollkommen in Ordnung und das finde ich auch gut. Und das sollte die Kirche und die Religion meiner Meinung nach auch sein. Die Religion und Kirche sollte etwas sein, ein Ort sozusagen, an dem man vielleicht Leute trifft, die eben auch so denken, die auch an das glauben, an das, ne, an was man selbst glaubt. Und mit denen man zusammen irgendwie vielleicht was machen kann, ne? Vielleicht auch einen Ort einfach, an dem man Trost findet, wenn es einem nicht so gut geht und so. Also so eine gute und positive Art und Weise, mit Problemen vielleicht auch fertig zu werden und umzugehen. Und deswegen finde ich das eigentlich schon als Institution sehr wichtig und auch gut. Natürlich ist nicht alles richtig, was diese Institutionen dann machen, ne? Gerade auch in Altenheim, ich weiß nicht, wie das in Altenheim ist, die Beispiele, ne, es gibt auch Altenheime von Diakonie und so, ich weiß nicht, wie es da abgeht, aber in vielen Altenheimen geht es ja auch echt nicht gut ab, ja, und, ne, klar, da gibt es auch bestimmt, ne, Leichen im Keller haben die auch, aber so als normaler Mensch, da musst du ja nicht unbedingt in die Diakonie rennen oder in die ganzen Jugendtreffs oder so, sondern kannst ja auch einfach in die Kirche gehen jeden Sonntag und das kann dir auch helfen, wenn du die Predigt hörst oder so, keine Ahnung, ja, also so finde ich das nicht schlecht. Religion an sich hat aber ja immer ein sehr, sehr negatives Image, da auch gesagt wird, ne, Religion fördert viele Kriege. Aufgrund von Religion haben wir diesen ganzen Ost-West-Konflikt mit den Muslimen und den Moslems, obwohl da gibt es, glaube ich, nochmal einen Unterschied, den ich gerade aber nicht mehr komplett drauf habe, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall wird da gesagt, ne, deswegen gibt es eben diese Kriege und den Stress und alles und so weiter und so fort. Ne, und da finde ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch irgendwie ein bisschen zu kurz gedacht. Denn zum Beispiel die Muslime im Koran, das ist überhaupt gar nicht so, wie das immer gesagt wird. Im Koran eigentlich steht das alles viel lieber und freundlicher, sage ich mal. Ja, da wird auch gepriesen, dass man halt irgendwie freie Wahl hat, sich zu entscheiden und so weiter und so fort. Ja, aber so wie ich das gehört habe von einigen Türken zum Beispiel auch, die hier leben, die dann sagen, ja, das Problem ist, dass die meisten irgendwie bei uns Bauern sind so ungefähr, ja, und das gar nicht richtig raffen, was da irgendwie im Koran drin steht, das anders auslegen, dass jeder das für sich so ein Stück weit auslegt. Und dann natürlich diese heftigen Ost-West-Konflikte, die wir haben. Das finde ich ist auch wirklich, also da hat gerade Amerika auch ja einen großen Anteil dran irgendwie, dass das so ist, wie es ist. Und ich denke halt auch irgendwie immer, man muss sich mal Folgendes vorstellen. Ein großer Teil der Muslime ist ja, so denke ich zumindest, sehr, sehr gläubig, ja. Und wenn du natürlich hingehst und egal welchen Menschen und das muss nicht eine Religion sein, an die er glaubt. Hauptsache, er glaubt an irgendwas, ja? Wenn du das, an was er zutiefst glaubt, ja, wenn du da rangehst, wenn du, ne, das, was sein Leben stützt sozusagen, wenn du ihm da reinredest oder anfängst, ihn da zu beleidigen, dann wird's kritisch, weil dieser Mensch dann sich total angegriffen fühlt. Indem du sein Idealbild, seine Vorstellung von etwas angreifst, greifst du ihn selbst im Grunde an. Ja, das hängt bestimmt auch wieder mit dem Gehirn irgendwie zusammen. Die Idealvorstellungen sind verknüpft mit dem emotionalen Zentrum, könnte ich mir da auch wieder gut vorstellen. Das hatten wir ja letztens auch nochmal. Ja, dass da also auch wirklich so ein Gefühl von, ich muss mich wehren, aufkommt. Und wenn du das natürlich mit einer ganzen Gruppe irgendwie machst, die irgendwie mega gläubig sind dann,
Und dann gehst du hin irgendwie und sagst denen, jo, ihr seid richtig scheiße und wir machen euch kaputt, weil das und das. Oder du hast eine Terrorgruppe, die wahrscheinlich, die Terrorgruppen haben wahrscheinlich, so könnte ich mir, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die gar nicht so viel mit der Religion zusammen haben. Die benutzen die Religion nur für ihre Zwecke. Im Grunde sind Terrorgruppen ja aber total klein, ja, von der Anzahl der Menschen her, die Terror machen, die sind total klein. Was aber geschaffen worden ist im Westen, ist ein Feindbild gegenüber allen Muslimen und Moslems. Wirklich so ein absolutes Feindbild, so wie es früher in Deutschland mit den Juden gemacht worden ist. Ja? Du hast einfach, es wurde ein Feindbild geschaffen. Das ist, kriegt man auch schwer raus, finde ich. Ich bleib mal kurz stehen, ja. Wenn ich zum Beispiel jemanden mit dem Kopftuch hier durch die Straßen laufen sehe, ich habe absolut nichts dagegen, ja? Absolut nichts. Aber trotzdem gibt es in mir so... Trotzdem bringe ich das direkt in beziehungsweise ich habe ein mulmiges Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich sehe jemand mit, was ist denn das, Burkas, ne, wo nur der Augenschlitz da ist, ich kriege ein mulmiges Gefühl. Oder wenn ich die aus dem Osten sehe, die, was sind, ich glaube Araber, ne, die lange Bärte haben und dann diese Gewänder irgendwie mit diesen Mützen, da wird mir anders, wenn ich die sehe, weil ich das direkt irgendwie mit so einem Terrorist-Dingens in Verbindung bringe. Ja? Dadurch, dass ich mir darüber bewusst bin, dass das ein Feindbild ist, was geschaffen worden ist, ja, würde ich jetzt niemals sagen, ey, guck mal, das ist bestimmt ein Terrorist, würde ich niemals sagen. Aber trotzdem hat diese ganze Medienpräsenz, die ganzen Jahre, auch in denen ich noch jünger war, seit dem 11. September irgendwie, ja, hat die dafür gesorgt, dass ein unterbewusstes Feindbild entstanden ist, einfach. Ohne, dass ich da groß was für kann oder dass ich das Feindbild haben will oder so. Sondern die Gedanken, die sind halt einfach da, wenn man diese Leute sieht. Ne? Also das hat nicht so viel mit der Religion da irgendwie so zu tun, beziehungsweise, ne, da wurde halt einfach ein Feindbild geschaffen, weil es ein paar Menschen gab, die terroristisch aktiv waren und Amerika da halt mal voll den Schaden zugefügt haben. Ne? Und da, finde ich, muss man halt auch unterscheiden irgendwie, da kannst du auch nicht so pauschal sagen, denn die Leute, die wirklich so heftig drauf sind, auch was Religion angeht, die sind halt, also die Extremisten sind halt relativ, wenn ich jetzt relativ wenig sage, dann gehen wahrscheinlich einige von euch auch auf die Barrikaden. Aber ich würde wirklich behaupten, dass es im Vergleich zu denen, die es nicht machen, relativ wenig sind. Ja, Extremisten, die gibt es zwar, aber wir, oder im Westen wird immer das Bild erzeugt, das sind alle. Das sind definitiv nicht alle. Ja? Also Religion führt schon zu Kriegen, hat auch Kreuzzüge und so weiter und so fort, hat auch früher zu Kriegen geführt. Aber in unserer modernen Gesellschaft würde ich behaupten, dass Religion nicht zu Krieg führen muss, sondern dass es zu Krieg führt, ist eher, hängt eher an den Menschen, ja, hängt eher an den Menschen selbst und nicht an den Bildern und den Idealen der Religion, ja, sondern es hängt an den Menschen, es hängt daran, dass die Menschen eben die Religion benutzen, um Krieg zu führen. Ja, sie brauchen sozusagen einen Grund oder so, um Krieg zu führen, weil man das nicht mehr so machen kann wie im Mittelalter, um sagen zu können, yo, ich gehe jetzt mal eben Amerika erobern. Ja, wenn du das heute sagst, dann hast du ein großes Problem. Dann wirst du nämlich irgendwie ganz schnell kaputt gemacht. Das kannst du ja nicht mehr sagen heutzutage. So, und deswegen braucht man halt irgendwelche anderen Gründe und na, die macht man sich halt irgendwie. Und Religion scheint da halt ein dankbarer Grund irgendwie für zu sein. Natürlich gibt es, wie gesagt, Extremisten, ne, das sage ich, aber meiner Meinung nach sind die Extremisten nicht die Regel, ja, es gibt die Extremisten, die wirklich auch die Religion mehr benutzen und falsch auslegen und was weiß ich nicht alles, um eben Krieg zu führen, und es gibt auch hier Dschihad, ne, der Heilige Krieg, benutzen auch immer viele. So, ich mache jetzt nochmal eine Runde mit dem Judas hier irgendwie, ja, wir machen auch gar nicht mehr ganz so lange, aber ein bisschen noch. Ne, gibt es auch die Leute, die da fanatisch hinterhängen, aber sind halt meines Erachtens nach nicht die Regel. Ja, das in dem Aspekt noch zur Religion. Deswegen, was ich, ja, was soll ich sagen? Ne, Moment, was wollte ich sagen? Ich hatte Religionsunterricht auch in der Schule, der war auch nicht gut. Wir haben Mandalas gemalt. Das ist wirklich so unnötig. Ja, wirklich, in Philosophie lernst du wirklich richtig was, oder wir haben da richtig was gelernt, aber in Religion habe ich immer nur Mandalas gemalt und keine Ahnung, also ein Scheiß. Und wir haben auch, es nannte sich evangelische Religion und wir haben alle Religionen der Welt durchgenommen, aber nie die evangelische. Das fand ich auch irgendwie absurd. Du nennst ein Fach evangelische Religion und machst alle anderen Religionsrichtungen, nur nicht das, was im Namen drin steht. Wie dumm ist das denn bitte? Ich nenne das Fach doch auch nicht Physik, um dann Deutsch zu machen, weißt du?
Ja, das war jetzt ein sehr schlechtes Beispiel, ich weiß, aber egal. Ja, also so gesehen, Religion ist sehr interessant. Die Geschichte der Religion finde ich sehr interessant. Man kann viel daraus lernen. Ich persönlich selbst glaube nicht an Gott. Ich hatte mal in der Uni, habe ich bestimmt... Boah, ich muss was trinken. Boah, draußen ist gerade Untergang, es regnet. Habe ich bestimmt auch schon mal in irgendeinem Part oder Video erzählt. Als ich als Schülerstelle in der Uni war, da hatte ich eine Freistunde, da saß ich da rum und da kam jemand zu mir und hat gesagt, jo, ich bin der so und so, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen, ich mache so eine Umfrage für irgendein Projekt. Und da ging es halt um Gott und er hat mir halt, ne, also gefragt, jo, glaubst du denn an Gott? Habe ich gesagt, nein. Und er hat mir dann gesagt, ja, also ich habe auch nie an Gott geglaubt, aber so, dann hat er sich mir offenbart. So, und er hat halt irgendwie von so einer Einsicht gesprochen, die er bekommen hat und von einem Tag, an dem er gemerkt hat, dass Gott in ihm drinnen ist, in seinem Herzen und ja, dass er halt immer da ist. Das klingt natürlich unfassbar lächerlich, wenn man das so hört und ich habe mir auch gedacht, was ist kaputt mit dem Jungen? Aber na gut, das ist so, keine Ahnung, das gibt's halt. Es gibt Leute, die meinen, das erkannt zu haben und das in sich drin irgendwie gefunden zu haben. Ich finde, da sollte man Toleranz üben. Auch wenn man selbst damit nichts anfangen kann. Ne, deswegen sage ich ja, mir ist das egal. Ihr könnt daran glauben, ihr könnt daran nicht glauben. Mir ist das vollkommen egal. Wenn du daran glaubt oder nicht, ich glaube auch an genug Scheiße, was ihr mir wahrscheinlich nie glauben würdet. Da glaube ich aber dran, da bin ich von überzeugt, ja. Muss aber keiner von überzeugt sein an die Scheiße, die ich glaube. Ja. Ich finde es halt nur immer gefährlich, wenn man so dazu gezwungen wird irgendwie. Weil ich kannte das auch, als ich noch nicht getauft war irgendwie, gab es halt einen meiner Freunde, das hatte ich auch schon mal erzählt in einem der letzten Isaac-Parts, der halt immer meinte, ey, was ist los mit dir, du Heide oder so. Das finde ich halt immer falsch. Also ich finde, man sollte sich wirklich sowas komplett selbst aussuchen können. Man sollte nicht aufgrund von Religion, so wie aufgrund von irgendwelchen anderen Dingen, Leute diskriminieren oder in Rand ausgrenzen oder so. Das sollte man nicht tun, finde ich. Ja, und wenn man sich jetzt mal so die Religion anguckt, dann glaube ich, ganz ehrlich gesagt, dass die Religion immer mehr zurückfällt. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen bei aktuellen Religionen und Zukunftsprognosen sind. Ich glaube so, die Religion und deren Anhängerschaft, die fällt immer mehr zurück. Das wird immer weniger, weil die Menschheit irgendwie immer rationaler wird. Auf der anderen Seite hat die Menschheit aber auch immer mehr das Bedürfnis nach etwas Übernatürlichem, also nach sowas wie Religion, denke ich zumindest. Da in unserer Welt ist alles so sehr rationalisiert mittlerweile und ja, die Gefühlskomponente im Leben kommt einfach viel zu kurz. In der Schule wird auch meistens nicht drüber gesprochen, über so, wie geht man mit Problemen um, das hatte ich ja auch schon mal in dem Video. Ja, deswegen glaube ich, dass die Religion momentan zurückgeht, aber ich glaube auch, dass in Zukunft es neue Formen der Religion geben wird. Vielleicht nimmt die Menschheit Abstand von diesem katholischen, evangelischen, muslimischen, so von all diesen Richtungen. Vielleicht nimmt sie da Abstand von. Aber ich glaube, es werden sich neue Formen einer Religion entwickeln und das gibt es ja auch immer. Also meines Erachtens nach gibt es schon neue Formen von Religion. So. Ja, alle Zusammenschlüsse, die irgendwie mega groß sind, also sowas wie Anime zum Beispiel, das ist ja auch manchmal fast wie so eine Art Religion, sag ich mal. So, kommt drauf an, wie stark man jetzt Religion oder als was man Religion jetzt definiert. Ja, aber irgendwie so, manchmal hat das schon ähnliche Züge. Und auch manche Leute ja auf YouTube zum Beispiel, manche YouTube-Stars, das hat auch schon Ähnlichkeiten, finde ich, so mit Religion irgendwie. Man hat auch so eine Art Gott, ja, so eine Götterfigur, ja, und die man dann anbetet oder der man folgt. Und das ist ja nichts anderes irgendwie so. Für mich zumindest ist das nicht viel, viel anders als bei einer Religion. Bei einer Religion zeichnet sich für mich eben aus, dass man, natürlich ist eine Religion an sich ist was anderes. Kirche ist die Institution, die dahinter steht, ja. Aber für mich zeichnet sich eine Religion eben dadurch aus, dass ich etwas habe, an das ich glaube. Irgendeine Götterfigur oder meinetwegen auch irgendwas anderes. Das kann auch was Abstraktes sein. Aber ich habe halt irgendwas, an das ich glaube, was ich verehre. Oder irgendeinem Kodex, dem ich folge. Ja, bei der Religion, bei den Christen sind es jetzt meinetwegen die 10 Gebote. Den folge ich irgendwie. Die sind elementar für diese Religion.
Und das kann natürlich alles sein. Ja, was ich zum Beispiel immer ganz schön finde, und also von der Vorstellung her, deswegen, vielleicht bin ich deswegen auch nicht so religionsgetrieben oder so, finde ich diese philosophischen Schulen, die es früher gab. Wenn ich mir überlege, irgendwie, ja, man hat keinen Gott, den man anbietet, sondern man hat meinetwegen so eine philosophische Schule. Man hat ein Weltbild, ein Ideal oder eine Theorie, eine Grundlage der Welt, der man folgt, irgendwie so. Und das wird jetzt in einem Grundlagenkurs Philosophie, den ich habe, wird das auch schön deutlich. Wenn sie spricht von den verschiedenen Schulen, dann gibt es Leute, die waren Anhänger von Heidegger. Dann gibt es Leute, die sind Anhänger dieser Schule gewesen, der platonischen Schule gewesen, der aristotelischen, wie nennt man das? Sie sind eine Aristoteles-Schule, da Schüler gewesen und Anhänger. Und das finde ich halt irgendwie so ziemlich genial, so diesen, so, dass man halt irgendwie, man hat so eine Hauptlehrperson und die vermittelt einem dann irgendwie was, ja, und da ist man dann vielleicht Schüler und lernt deren Sichtweise kennen, kann diese Sichtweise dann vielleicht weiterentwickeln, kann sich aber auch in eine andere Richtung bewegen und so. Das finde ich irgendwie ganz schön, so, als, das ist keine direkte Form von Religion jetzt, aber irgendwie hat das auch so ein bisschen die Züge, finde ich immer. Boah, das ist absurd hier. Deswegen, sowas finde ich echt schön. Das ist für mich so eine Idealvorstellung irgendwie von so einer Art Religion, was aber keine richtige Religion ist. Ja, was mich aber mal interessieren würde, ist, wenn das euch nicht zu privat und persönlich ist, könnt ihr das gerne mal tun. Und zwar mir in die Kommentare schreiben, ob ihr gläubig seid, ob ihr an Gott glaubt, was ihr von der Religion so haltet oder was ihr von Kirche, von der Institution Kirche haltet. Ja, so, das könnt ihr mir alles mal schreiben, wie eure Sichtweise auf die Dinge dazu ist. Das würde mich nämlich echt mal interessieren. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir machen hier auch einfach einen Cut. Ich habe jetzt keine große Lust mehr weiter zu spielen und im Grunde habe ich jetzt auch erstmal alles gesagt, glaube ich, was ich so sagen wollte. Ja, in dem Sinne, wir haben ein bisschen über Religion und die Kirche gesprochen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wie ich etwas sehe, könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Boah, ich mache das gerade, hört ihr das? Hört ihr bestimmt, ne? Ich mache das gerade mit der Maus, wie krank das einfach ist, das mit der Maus zu machen. Aber man kann mit der Maus natürlich viel schneller so drehen, ne? Ja, das kann ich. Ja, das kann ich mit den Pfeiltasten. Ja, doch, das kann ich auch mit den Pfeiltasten machen. Ja, irgendwie schon. Naja, gut. Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.